Ganz gegen meine sonstige Gewohnheit habe ich heute mal ein Sachbuch mitgebracht. Das ist sonst eigentlich nicht meine Art. Aber ich muss gestehen, dass ich dieses Buch, sobald ich es gesehen hatte, ich war schockverliebt. Das sage ich manchmal gern, wenn mich was von Anfang an total begeistert. Es ist ein Buch über Tiere. Also Sie haben mich vorhin über Tiere reden hören. Vielleicht kam das im richtigen Moment auch. Es ist ein Buch über Tiere und Pflanzen und Menschen und deren Beziehungen zueinander, auch genannt Symbiosen, also Beziehungen zum gegenseitigen Nutzen. Das ist ein Buch, das ganz viele solcher Symbiosen, also solcher Beziehungen zum gegenseitigen Nutzen hernimmt und erzählt. Es erzählt es auf eine sehr schöne Art und Weise. Es ist beinahe literarisch, der Text, also jetzt kein so Sachbuch-Text. Und man lernt eine Menge über die unterschiedlichsten Tiere und Pflanzen und ihre Beziehungen zueinander. Ich will das mal illustrieren an einer Geschichte, die mir besonders gefallen hat. Und zwar ist das die Geschichte des Erdbeerfröschchens. Eigentlich heißt es Bromelienfröschchen, aber Erdbeerfröschchen hat man vielleicht schon mal gehört. Erdbeer, weil knallrot, Fröschchen, weil circa 2 Zentimeter groß, 2,5 Zentimeter groß, aus der Gattung der Pfeilgiftfrösche und giftig wie Hölle. Dieses kleine Fröschchen hat ein Problem. Das hat so viel Gift im Körper. Das ist natürlich gut gegen Fressfeinde, aber schlecht für die Produktion von Eiern. Wir wissen das alle, die Kollegen, die nicht so giftig sind, die machen immer ganz viel Laich in den Teich. Da wird das meiste von gefressen und das, was übrig bleibt, das erhält die Art. Dieses kleine Erdbeerfröschchen kann das jetzt leider nicht, weil da so viel Gift in seinem Körper ist. Und deswegen hat es sich was anderes ausgedacht. Das lebt so im mittelamerikanischen Regenwald. Und das sucht sich zum Eiablegen ein kleines feuchtes Blatt irgendwo auf dem Fußboden. Und sobald die Eier abgelegt sind, wie gesagt, nicht besonders viele, kommt das Männchen, besamt die. Und dann passiert was ganz Interessantes. Das Männchen bleibt sitzen und bewacht das Gelege. Es ist schließlich giftig, das sehen alle, es ist knallrot. Und es bewacht also sein Gelege so lange, bis die ersten Kaulquappen da rausschlüpfen. Jetzt kommt das Weibchen und macht noch was viel Verrückteres. Das Weibchen nimmt nämlich seine Brut, packt sie sich auf den Rücken und klettert einen Baum hoch. Jetzt sind im Regenwald die Bäume gern auch mal 20 Meter und höher. Also man stellt sich vor, so ein kleiner, 2,5 Zentimeter kleiner Frosch klettert einen 20 Meter hohen Baum hoch. Und das einfach nur, weil da oben wahrscheinlich Bromelien wachsen. Bromelien, habe ich gelernt, sind Aufsitzerpflanzen. Das heißt, die haben selber keine Wurzeln und leben da oben im Prinzip von Luft und Liebe und haben sonst nicht viel, bilden eine Art trichterförmige Blüte aus, in der sich Wasser sammelt. Wasser, Frösche, wir ahnen es. Der Frosch kommt hoch, wirft seine Brut da hinein, im Prinzip so eine Art Babyschwimmen für Frösche. Und dort können die dann gut gedeihen, fernab von Feinden, die auf dem Boden leben. Problem, es gibt nichts zu fressen. Was macht jetzt das Fröschchen? Das Fröschchen produziert Eier, wenige Eier, kann ja nicht so viele Eier produzieren. Und zwar nur, um sie an den Nachwuchs zu verfüttern. Das wiederum ist jetzt aber total gut für diese Bromelie, die ja sonst nur von Luft und Liebe leben muss und die jetzt aber durch diese da gefütterten Eier, also durch die Reste, die übrig bleiben und das, was die Frösche so ausscheiden, Nährstoffe erhält. Voilà, Symbiose in Reinkultur. Die Bromelie kann tatsächlich nur existieren, wo es die passenden Frösche dazu gibt und den Frosch sieht man nur da, wo es Bromelien gibt. Solche und noch viele andere kuriose Geschichten über den Honigzeigervogel, über die Besonderheit von Faultieren und sonstige Tiere finden Sie in diesem Buch. Das ist erschienen bei Mattes und Seitz in der Reihe Naturkunden und ist nicht nur ein interessantes Lesevergnügen, sondern auch eine Augenweide, weil Johann Brandstätter das kongenial umgesetzt hat in seinen Bildern. Sie können sich das nachher gerne nochmal anschauen. Also ähnlich wie der Text beinahe schon literarisch ist, sind die Bilder auch ein bisschen mehr als nur Naturzeichnung, sondern richtige Kunstwerke. Lassen Sie sich verführen. Es ist wirklich wunderbar.